Auf dem Bahnhof Warschauer Straße schien heute Morgen die Zeit um 100 Jahre zurückgedreht zu sein. Die BVG stellte ihre ältesten noch funktionsfähigen Züge aus den 20er Jahren aufs Gleis. Und die Waggons waren nicht immer gelb. Gelb zwar für die Nichtraucher, aber rot für die Raucher. Grünes Licht dann durch Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig und den regierenden Bürgermeister für den Traditionszug in Richtung Gleisdreieck. Diese sogenannte Ministerfahrt erinnert an die Eröffnung der ersten Berliner U-Bahn-Strecke zwischen Stralauer Tor, also Oberbaumbrücke, und Potsdamer Platz. Damals galt die Bahn trotz Tempo 30 noch als unsicher. Doch das Unglück von 1908 mit 21 Toten blieb in dieser Größenordnung glücklicherweise eine Ausnahme in 100 Jahren. Der Kaiser kam nicht zur Premiere, fuhr erst viel später zum Reichskanzlerplatz, heute Theodor-Heuss-Platz. Eine Kanzlerlinie wird es übrigens nicht so schnell geben. Zur U5 haben wir momentan leider nicht die notwendigen Milliarden. Aber man muss in die Zukunft schauen. Und so wie vor 100 Jahren andere Entscheidungen getroffen worden sind, weiß man auch nicht, was in 10 Jahren für Entscheidungen getroffen werden. Vor über 70 Jahren traf der damalige Stadtrat Ernst Reuter die kluge Entscheidung, alle öffentlichen Verkehrsmittel zur BVG zusammenzufassen. Und Anfang der 30er Jahre umfasste das Streckennetz schon 80 Kilometer. Ab April 1945 ging für Monate nichts mehr, aber schon im Herbst des gleichen Jahres rollten die meisten Züge wieder. Trotz der Teilung der Stadt fuhren die Linien 6 und 8 grenzübergreifend, doch die Bahnhöfe in Mitte waren zu Geisterbahnhöfen geworden. Neu entstanden im Ostteil dann die Strecken Hönow und im Westen die Linien 9 und 7, der damalige BVG-Direktor Piefke. Da wir haben, möchte ich sagen, das bestehende U-Bahn-Netz verdoppelt. Mit der Maueröffnung fuhr auch die U-Bahn schnell über die verschwundene Sektorengrenze. Die Station Janowitzbrücke konnte schon 48 Stunden später geöffnet werden. Und für mich war das größte Ereignis am Potsdamer Platz unten im Tunnel, als doch die Mauer fiel. Denn auch die Tunnel waren zugemauert. Aber erst im November 93 verkehrte die U2 wieder über den Potsdamer Platz auf ihrer historischen Strecke zwischen Vinetastraße und Ruhleben. Und im Oktober 95 ging es vom Schlesischen Tor wieder über die Oberbaumbrücke zur Warschauer Straße. Immer ein Anlass für ein Fest. Auf der heutigen Feierstunde konnte der Bundesverkehrsminister auch fürs nächste Jahr Bundeshilfen in Höhe von 400 Millionen Euro versprechen. Und neben dem Geld gab es noch Glückwünsche für die alte U-Bahn. Ich jedenfalls wünsche ihr zum Jubiläum alles Gute und weiterhin viel Erfolg in den nächsten 100 Jahren. Für die nahe Zukunft gab es zum Geburtstag noch andere gute Wünsche für eine neue, bessere U-Bahn. Die U5, dafür stehe ich und das sollte man machen, weil die Mitte besser verbunden wird mit dem Ostteil der Stadt. Was ich mir wünsche als BVG-Benutzer ist, dass der Fahrscheinverkauf anständig ist und auch ein Normalmensch wie ich mit den Fahrscheinautomaten umgehen kann. Und so soll das beliebte Verkehrsmittel mit 400 Millionen Fahrgästen im Jahr in Zukunft bei schlanker Verwaltung mehr Komfort und Kundenfreundlichkeit.